hier sind wir jetzt in unserem sogenannten Wohnzimmer. Aber bevor ich euch das erkläre mit dem Wohnzimmer, ganz wichtig, wir sind ja immer als ganze Familie unterwegs. Und dazu brauchte ich auch Sitze, weil als ich den Bus bekommen habe, habe ich nur den Fahrersitz gehabt. Und dann kam mir die glorreiche Idee, ich habe auch noch so einen uralten Pickup, so einen schwarzen, den ich damals aus Deutschland mitgebracht habe, den wir jetzt schon auseinandergebaut haben, der nochmal überholt wird und wieder zusammengebaut wird. Und habe ich gedacht, da ist ja noch so eine schöne alte Sitzbank drinnen, ne? Die wiederum ist aus einem uralten Caprice Kombi, Chevy Caprice Kombi, in Deutschland schon auseinandergebaut. Und den Sitz habe ich jetzt hier eingebaut. Damit die Kinder auch vernünftig sitzen, habe ich gedacht, wir haben ja noch die Sitze aus Manus letzten Pickup, den wir dann irgendwann zum Schrott gebracht haben. Und die habe ich jetzt hier eingebaut. So, das war jetzt für vorne. Hier ist mein großes Wohnzimmer insofern, ne? Wir haben uns gedacht, wenn wir schon unterwegs sind und viel Stress haben auf der Straße oder wie auch immer, wir parken irgendwo, dann möchte ich zumindest mal schön schlafen, ne? Also so ein Nap machen, ne? So einen 5-Minuten-Schlaf. Und ganz wichtig, dafür habe ich meine Couch. Da kann ich mich dann auch raufsetzen und schön relaxen oder auch Kaffee trinken, ne? Wir haben ja einen riesigen Hund. Man kann ja auch schon sagen, das ist ein Pferd. Und dafür haben wir gedacht, der kommt ja auch immer mit, da brauchen wir Platz. Und da haben wir hier eine Ecke eingerichtet für Phoebe. Ja, was man jetzt im Moment noch nicht so richtig sieht. Hier sind zwei Haken dran. Hier kommt der Käfig von Erwin dran. Der ist natürlich jetzt im Haus, der freut sich, das ist schön kalt. Hier ist es fürchterlich warm.